Freundin hat zwei Wochen bevor das Schließen kam, hat sie gesagt, wie sich jetzt die Welt dreht, das geht nicht lange so gut. Ja, zwei Wochen darauf. Wir sind unserer Klientel sehr näher gekommen, einfach familiär. Und dann, man muss einfach Ohren haben. Die Pandemie hat meine Arbeit eigentlich gestoppt. Also jetzt inzwischen ist eigentlich unsere Arbeit, was so die Mitglieder und so angeht, eigentlich auf Null. Die Inserate sind extrem eingebrochen. Die Leute, die gekommen sind zum Mittagstisch, die sind gekommen, weil es eine große Gruppe war und weil sie den persönlichen Kontakt gesucht haben. Manchmal, habe ich das auch jetzt unabhängig von unserem Verein, hatte ich schon das Gefühl in den Medien und so, dass die Leute Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Das Problem, das sich gezeigt hat, war, dass Leute, die nicht digital vernetzt sind oder nur sehr eingeschränkt diese Fähigkeiten nutzen können, außen vor geblieben sind. Ich persönlich habe die Pandemie sehr stark gespürt innerhalb dem Verein. Es waren verschiedene Sachen, eben beispielsweise, wir sind ein alter Verein, seit fast über 30 Jahren. Das persönliche Treffen ist sehr wichtig für die Leute. Das Problem war mehr, wie erreichen wir Leute, um mit ihnen zu reden über die Vergangenheit, über alte Menschen, die über 90 sind, waren sehr zurückhaltend in dieser Pandemiezeit mit uns Kontakt aufzunehmen und mit uns zu sprechen, weil mit 90 bist du einfach sehr, sehr in der Risikogruppe. Das ist eine riskante Sache für die Menschen. Ich empfinde die Kundschaft nicht als gestresster, aber die ist natürlich so wie die ganze Gesellschaft jetzt sehr gespalten. Und es kommt zu Konfliktsituationen, die wirklich häufig sehr heftig sind. Und dann spielen wir eine Show und es macht, es ist so cool und toll. Und nachher passiert gar nichts mehr. Es ist einfach, also ich glaube, alle nachempfinden, die einen ähnlichen Beruf haben. Die Auswirkung war anfänglich ersichtlich im Umfang der Arbeit. Wir hatten sehr viel mehr Kundschaft. Es war einfach die Intensivität der Arbeit, die sich verändert hat. Und mit der Zeit die wichtigste Veränderung war, dass man bei der Arbeit Maske tragen musste. Was nicht einschränkt, ist natürlich die eigene Kreativität und so die Zeit, die man wieder mal hat, um irgendwie sich nochmal neu entfalten. Mit der Pandemie, mit dem Covid, mussten wir sehr viel, sehr, sehr schnell und sehr spontan reagieren. Corona hat ziemlich sehr viel geändert. Viele Familien waren zusammen. Endlich mal Papa, Mama, Kind. Und es gibt wieder eine andere Welt, weil bei vielen Kindern sind ruhiger geworden. Es war uns sehr wichtig, irgendwie weitermachen zu können. Es ist so learning by doing, also wir machen und wir finden beim Machen raus, wie Sachen funktionieren und fragen dann nach. Und von dem her ist es nicht, wir haben vielleicht mehr Zeit, um Sachen rauszufinden. Und ganz nützlich ist unsere Klebeck-Apotheke. Wir haben es geschafft, die Zeitung zu produzieren und zu verteilen, aber der persönliche Austausch zwischen den Leuten hat sehr gefehlt. Ja, das öffnet auch neue Möglichkeiten. Aber eigentlich eine mega schöne Aktion ist jetzt gerade über den Tisch. Und zwar war das Ghost Festival, wo etwa 300 Bands, Schweizer Bands, ein Festival nicht gespielt haben. Es war Ende Februar. Wir können Tickets kaufen, wir können ganz viel Merchandise kaufen. Und man hat wie gewusst, also Konsumenten, die Tickets kaufen, die unterstützen alle Musikerinnen und auch Leute, die hinter der Bühne arbeiten, also technische Leute, die so irgendwie Aufbau machen oder Bookers, Managers und. Und das Festival hat über 1,2 Millionen Franken eingenommen, was ein mega schönes Zeichen ist. Wir haben halt versucht, trotz den Einschränkungen der Pandemie-Regeln die Arbeit zu machen. So, also das hat dann schon funktioniert, einigermaßen. War nicht ideal, aber es ist gegangen. Deshalb haben wir beschlossen, wir wollen etwas ganz anderes machen und haben ein neues Projekt erfunden. Das heißt Quaralender. Ein Quaralender ist ein Überraschungspaket für Leute, die in Quarantäne sind. Wir haben den Markt ganz neu gestellt. Früher war der Markt sehr klein und eng in einer Gasse mit vielen Ständen vis-à-vis. Und heute säumen die Stände den ganzen Platz. Wir sind am Plan B.
Unser Plan B war einfach, unsere Arbeit zu digitalisieren, indem wir jetzt ein Integrations-TV jetzt gegründet haben. Und diese Integrations-TV ist so eine Art wie Plattform, wo wir alle Informationen, die man braucht über das System in der Schweiz für die Integration, dort einzufügen. Und dann kann man in 5 Sprachen danach anhören oder anschauen. Das Vereinsleben, das wir im neutralen Quartierverein und das Kleinbasel bislang hatten, hat ausschließlich digital stattgefunden. In diesem Sinne wurde es dort nicht gerettet, sondern geradezu digital geboren. Was habe ich gelernt, entdeckt? Ich habe bemerkt, das, was mich wirklich bewegt, der Kontakt mit der Natur, das Wandern, unterwegs sein, das ist eine Aktivität, eine Freizeitbeschäftigung, die mir niemand nehmen kann. Das Team hat viel gelernt. Also man muss ja nicht mit allem einverstanden sein, aber man kann schauen, dass man alle schützt. Und es geht nicht um sich selber, sondern um alle. Die Leute waren alle extrem bereit, mehr Einsatz zu machen. Das war natürlich Gold wert, also ist Gold wert. Für ja, der Planet 13 hat auch gelernt, dass man offline arbeiten kann. Bei den Kios, was funktioniert hat, ist es online zu machen. Und wir haben wie so ein Mischdings gemacht. Wir haben am Morgen einmal online mit allen, mit der ganzen Gruppe geschafft. Und am Nachmittag haben sie wie Einzelcoachings gehabt. Und das hat sehr gut funktioniert. Also erstaunlich gut. Auch so auf der Gruppendynamik habe ich das Gefühl, dass gleich etwas passiert, was ich mir nicht so hätte vorstellen konnte. Es ging mehr um Überleben. Wir haben irgendwie weitergemacht und es hat aber weniger gut funktioniert. Wenn man das Ganze aber positiv betrachten will, ist das natürlich auch eine positive Geschichte, dass wir uns hingesetzt haben und uns etwas völlig Neues überlegt haben. Während dem Lockdown haben wir versucht, die Marktfahrer und die Kundschaft so zu vernetzen, dass die Marktfahrer auch direkt ihre Waren verkaufen konnten. Das möchte ich sicher beibehalten, diese Freude und auch eben diesen Zusammenhalt und auch das, was ihr jetzt macht, dass ihr unter die Vereine geht und nachfragt, das macht ihr unter anderem auch mit Mosaik. Ich will mich jetzt mehr mit diesen Themen auseinandersetzen, mit den Themen der persönlichen Freiheit, Demokratie oder dem, was wir als Bürgerinnen und Bürger tun können. Man kann aber natürlich sagen, dass die Demokratie und die Partizipation gelitten haben. Wir haben zum Beispiel, wenn ich die Einsprachen anspreche, die Situation, dass wir mit Fristen und mit der Organisation von Argumenten doch tatsächlich eine viel schwierigere Situation haben. Und das ist wirklich etwas, das ich mitnehmen möchte, auch nach der Pandemie, dass mehr Austausch unter den Vereinen passiert wird. Ich hatte es gerne, die persönlichen Begegnungen mit den Menschen, mit denen ich gemeinsam die Vorstandsarbeit gemacht habe. Und das ging natürlich hinaus über die Ziele des Vereins, weil es geht nicht nur darum, was eine Organisation als Ziel hat. Es geht auch darum, welchen Weg wir gehen als Menschen. Dynamiken, die schon vorher hier waren, die werden jetzt einfach verstärkt. Und so beschissene Sachen, die sind jetzt einfach noch beschissener. So. Ich denke nicht, dass es irgendwie grundsätzlich irgendetwas viel schlimmer oder viel besser macht, aber ich denke, die Sachen, die so schon vorher schlecht waren, die werden jetzt einfach noch schlechter. So. Und ich hoffe sehr, dass die Leute wieder kommen denn in 2-3 Monaten. Wir schreiben dann einmal Brief und so und fragen, wie geht's und so, aber das ist natürlich kein Ersatz. Es gibt niemanden, den ich kenne, der sagt, das ist irgendwie diktatorisch oder irgendwie nicht legitim. Sondern alle haben immer gesagt, ja, das ist eigentlich, die Regeln sind zwar blöd und schwierig zum damit umgehen, aber wir müssen nun mal das jetzt machen, so, sonst haben wir ein Problem. Ich würde es schön finden, das ist meine Hoffnung, dass man wieder solidarischer denkt und dass man viel mehr aufeinander zugeht und viel mehr wieder schaut,
wie kann man etwas besser machen und nicht, wie kann ich jetzt an dem noch Geld verdienen. Das kommt von alleine eigentlich. Und ich glaube, dann gibt es noch genügend Buchstaben. Es gibt noch bis Plan Z.